Was geht ab, Freunde? Ich bin's, Tim. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich reagiere auf mich selbst. Ich reagiere wieder mal auf irgendein Video von mir. Der Vincent hat sich wieder was rausgesucht. Er hat gesagt, das ist auf jeden Fall ein nettes, schönes Cringe-Fest von damals. Er hat mir zwei Videos rausgesucht. Er hat gesagt, eins kann man sich auf jeden Fall so halb geben. Das erste, was wir jetzt angucken, ist auf jeden Fall ein hartes Cringe-Fest. Ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Ich muss sagen, ich hasse es, Videos von mir anzugucken, vor allem die alten, weil das hier sind Videos, da bin ich 19 und 18. Ich war da zwar sehr motiviert mit dem Training, doch viele andere Dinge waren doch sehr eigenartig an mir. Man merkt einfach, dass meine Hirnreifung noch voll im Gange war. Wir fangen an, Training auf Tunnelblick. Gerade so, dass bei mir im Gesicht, es ist schon so fast, das richtig ekelhaft juckt schon irgendwie, bei mir ist schon... Ja, das sind diese Parästhesien von Beta-Alanin, ich meine Beta-Alanin beim Tunnelblick drin und das, ich habe ja noch nie Supplements genommen, ne? Also der erste Booster, den ich in meinem Leben genommen habe, ich habe zu meinem 19. Lebensjahr habe ich das erste Mal angefangen, Supplements zu nehmen und das war Proteinpulver und dann später irgendwann, als damals hieß das Fundament von Profi, da war Beta-Alanin und Kreatin drin, das habe ich dann danach auch angefangen zu nehmen. Und gleich nochmal. Man sieht schon, wie ich grunze, wenn ich die Hanteln aufhebe. Alter, das ist so ein Fremdschirm, dieses Video anzugucken. Ihr wisst gar nicht, wie unangenehm mir das gerade ist. Vor allem, weil hinter mir noch der halbe Bürobetrieb ist und das gerade mithört, was ich angucke. Ich habe da 1, 2, 3, 4, 5, 15 sind 50er Kurzhanteln auf der Schrägbank. Ich würde euch unter gar keinen Umständen empfehlen, die so rauszuheben, wie ich es gemacht habe. Gerade mit einem runden Rücken. Da geht der Rücken auch schön kaputt. Ich mache die Ausführung gerade ein bisschen schnell und meine Ellenbögen sind vielleicht ein Ticken zu wenig drin. Ich würde aber jetzt gerade sagen, man sieht zum Beispiel, dass ich mein Schultergelenk da schon sehr, sehr gut stabilisieren kann. Ich habe mich immer gefragt, wie ich nicht meine Schulter gefickt habe bei den Gewichten, die ich immer verwendet habe. Also es geht nicht um die Gewichte. Wenn ihr hohe Gewichte verwendet und das sauber drückt, dann ist das gar kein Problem. Hier ist das auch so und dann der Tunnelblick. Ich muss sagen, der Tunnelblick jetzt so von den Hardcore-Booster-Fans und so, ich kriege ja auch kein Geld für und ich habe mich auch verstritten mit den ganzen Leuten, das weiß ja jeder. Aber ich muss sagen, der hat damals wirklich krass geknallt so, also für mich, weil ich habe echt selten Booster genommen und ich war da echt richtig auf Achse, also echt richtig, richtig motiviert. Kann auch sein, dass es Placebo war, aber ich bin auch eh einer, der selten Booster nimmt und bei mir ballert jeder Booster relativ hart. Auch von der Geschwindigkeit her merkt man, dass ich das Gewicht kontrolliere, mein Handgelenk. Man sieht, das links ist jetzt vielleicht nicht optimal am Start und mein Ellenbogen ist quasi ein bisschen rausgeflärt. Das heißt, also hier im linken Handgelenk seht ihr das, da ist quasi das Handgelenk so ein Ticken weiter vor dem Ellenbogen und dadurch, ja, da habe ich auch so ein bisschen links immer Ellenbogenprobleme bekommen. Unter anderem ist das jetzt so, bei diesen Gewichten so oft und so ein krass Volumen, was ich gefahren habe, ist das jetzt auch nicht so das Beste, was man machen kann. Aber das ist halt auch das Problem, finde ich, was auch Booster ist, weil du bist auch Booster. Du hast zwar übel Bock aufs Training und es fällt dir leichter zu trainieren, es macht dir mehr Spaß, aber du bist so pseudo-konzentrierter. Das heißt, so deine Fantasiewelt ist viel krasser und du bist so viel härter im Kopf dabei, aber das ist jetzt nicht so, dass du da viel krass auf die Übungsausführung achtest. Also ich zumindest damals nicht. Ob das jetzt heute anders wäre, keine Ahnung. Ist mir auch jetzt, was hast du gesagt? Es geht mir ja genauso. Ja, null Zeitgefühl. Also ich mache 10 Wiederholungen, das kommt mir irgendwie vor, als wenn es gerade 10 Sekunden gewesen ist. Ja, ja. Pausen macht man automatisch weniger. Ja. Aber weil die Zeit kommt einem viel länger vor. Also 10 Sekunden kommt dir vor, gerade wie eine Minute. Weil du so schnell lebst. Ja, 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 genau. Es ist wirklich so. Und man, ich nehme gar nicht so wirklich wahr, was gerade um mich rum passiert. Tja, du weißt, wie ich spreche, ist auch so ekelerregend. Und wir laufen hier durch und machen sofort unsere Sätze weiter. Und was mir auch aufgefallen ist... Man sieht, dass ich von dem einen oder anderen Schwaben damals indoktriniert war. Man merkt es auch in der Art und Weise, wie ich spreche. Ist das Muskelgefühl gerade bei der Brust so um 20% besser ist? Muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie sieht es da bei euch aus? Damals habe ich ja voll viel Hate kassiert für diesen Satz 20% besser bei dem ganzen Zeug. Aber das war so ein Gefühl. Also ich muss wirklich sagen, dass ich schon direkt so das Gefühl hatte, dass ich das Kreatin und das Beta-Alanin wirken spüre. Aber das ist halt auch so das Kribbeln. Ne? Du kribbelst und dann denkst du, das spürst du. Und Placebo-Effekt ist ja auch so ungefähr in der Dimension, spielt er sich ab. Und dann bist du im Hirn nochmal ganz woanders. Dann hast du deine Homies dabei. Ich so als extrovertierter Kerl, dann macht dir das nochmal mehr Spaß und so. Und dann performst du auch nochmal besser. Dann denkst du, das liegt am Booster. Ob das jetzt wirklich am Booster gelegen ist oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen tatsächlich. Aber ich muss sagen, ich habe mich da krass gefühlt. Ja, also ich dachte wirklich, der Booster ballert mich weg. Und ich war danach auch echt so den halben Tag noch richtig gefickt vom Booster. Und das ist wirklich ein mega schwacher Booster. Also ich bin da voll empfindlich. Also ich würde jetzt, was würde ich jetzt mir selber sagen? Ich würde sagen, Ellenbogen rein, langsamer runtergehen. Auch wenn ich das gerade gut stabilisiert habe mit der Schulter, würde ich schnell hochgehen, so wie ich das mache, aber langsamer runtergehen und die Ellenbogen ein bisschen unter die Handgelenke schieben, damit das in einer Ebene ist.
einer. Du, das sieht halt so aus, als hätte ich ein asoziales Hohlkreuz. Einer danach noch einer geht. Ich helfe dir, helfe mal. Fünfter Satz. Dieses Hantel zurücklegen, so mit diesem runden Rücken und so 100 Kilo so. Und das machst du dann in der Woche 20, 30 Mal. Das ist schon nicht gut. Und wenn ihr euch vorstellt, wirklich vorstellt, ich habe nichts gegessen heute. Ich bin, wie lange waren wir gestern bei mir? Bis um drei? Mhm. Nee, zwei. Zwei. Ja, bis um zwei waren wir bei mir. Ich war um drei, bin ich eingepennt. Ich bin um sieben schon draußen gewesen. Ich weiß nicht, was ich noch sagen will. Bist du durch? Ich bin komplett durch. Ich hab so ein Scheiß da zusammen trainiert, aber ich feier so hart. Ich war so ein Schmork. Ich bin's immer noch. 120 Leute. Ja, okay, das rausheben und die erste Wiederholung habe ich ja Gott und die Welt beschissen. Das war rausholen, einmal runterfallen lassen, dann kurz vor Ende stoppen. Ripp, Schulter, Alter. Ja, okay, also das jetzt, man merkt, ich bin hart vorermüdet und das einfach nur so kommt. Lass auf Kamera schnell noch einen harten Satz raussegeln. Also wenn wir jetzt mal hier kurz pausieren, dann sehen wir hier auf jeden Fall schon mal, dass ich links stärker bin. Das merkt man bei diesen vorermüdeten Arbeitssätzen. Man merkt, dass ich links stärker bin, man merkt, dass meine Ellenbogenposition besser ist, man merkt, dass mein Torso aber auch leicht rüber rotiert ist und ich hier viel mehr mit links mache und rechts quasi nur noch nachziehe. Deswegen habe ich auch links mehr Probleme dann entwickelt, weil ich immer mehr links da mehr strapaziert habe bei dem harten Volumen, was ich gefahren bin. Das sind so die Feinheiten, auf die man achten muss, weil wenn du wirklich so oft trainierst wie ich, sechsmal die Woche und dann so zweimal so ein hartes Training pro Woche machst, dann... Komm, Junge. Lass! Man merkt jetzt gut, ich drücke mir nochmal mit den Beinen raus, weil 120 Kilo muss ich irgendwie entgegendrücken, aber das ist jetzt auch, also von der Technik her ist es jetzt nicht das Beste, aber ich war dann halt so, okay, komm, machst du bis zum Muskelversagen, machst du den Satz halt komplett fertig, ne? Scheiß auf die Technik, weil, verletzen kann ich mich ja nicht. Und ich muss sagen, ich wundere mich immer noch, wie meine Schultern bei bester Gesundheit sind. Ich hätte meine Rotatorenmanschette auch gut trainiert, so nebenher. Also ich konnte mein Schultergelenk immer gut zentrieren und gut bewegen, also das ist okay. Aber bei mir war das eher nicht so die Schulter, die ich gefickt habe, sondern mein Handgelenk, mein linkes Handgelenk und mein Ellenbogen hier. Ey, das war halt der 11. Satz jetzt. Das ist viel zu viel. Was heißt viel zu viel? Auch das später. Diese Zeiten, das ist so eine Fremdschämscheiße, wie ich da gegrunzt habe auf diesem Ding. Ich habe mich voll gefühlt, was soll ich sagen? Aber hey, ich war bereit. Jetzt ziehe ich mir mal kurz das zweite Video rein. Ich war da 18 Jahre alt, aber hey, Digga, auch da. Das hier. Nice Triceps. Vordere Schulter, also das hier. Hier, ich hoffe, man sieht's. Ist ganz einfach, ihr müsst immer schauen, wie bewegt sich der Muskel, wann kontrahiert der Muskel. Wann bewegt sich der Muskel, wann kontrahiert der Muskel? Irgendwie mega dumm, aber auch irgendwie nicht so dumm. Dann spüre ich die vordere Schulter. Haltet mal, das kennt ihr ganzen besoffenen Bastard, doch wenn ihr auf die Wiesen geht. Oder hier in Stuttgart auf dem Vasen, halte den Maßkrug mal eine Minute so und dann kriegt ihr hier Schmerzen. Was Youngboy T damals sagen wollte, ist, wenn ihr euren Oberarm beugt, ist eure vordere Schulter dafür verantwortlich, diese Bewegung einzuleiten und zu halten. Hier Schmerzen, weil der Muskel strapaziert ist. Gut, und jetzt zeige ich euch eine Übung für die vordere Schulter, aber die macht ihr nicht nach. Also ich sage dann danach, wer sie nachmachen kann und ich sage, wer sie nicht machen kann. Auch hier, wie beim Seitheben, ist eine ähnliche Übung Seitheben das hier für diesen Kopf. Also sieht man ja hier, für den hier. Also ich sag mal, es war wirklich eine Sache. Also ich heute mit meinen YouTube-Gewohnheiten und meiner Art und Weise, ich will es nicht sagen, meine Art und Weise Menschen zu verurteilen, weil das klingt irgendwie so falsch, aber wenn ich jetzt Videos von mir damals angucke, dann würde ich sagen, hey, der Typ ist krass breit. Aber sonst, das ist ein richtig unsympathisches Stück Scheiße. Wie kann man sich denn Videos von diesem minder bemittelten Vollidioten angucken? Aber ich weiß, wie es war. Ich war halt unbeholfen vor Kamera. Ne? Das ist halt so für mich so voll was Neues gewesen, was voll Fremdes. Und ich bin eh schon so ein eigenartiger Mensch gewesen immer. Gewicht ist nicht wichtig. Auch da wieder, hebt euch nicht so nach dem Gewicht wie ich und stellt euch gerne hin bei dem Ganzen und stabilisiert das nicht so wie ich, weil ich jetzt da wahrscheinlich irgendeinen Grund erfinde, warum ich da sitze, weil ich einfach viel zu faul bin, zu stehen. Sitzen wieder, damit ihr euch nicht selbst bescheißt, damit ihr nicht mitschwingt. Und dann locker. Wahrscheinlich sitzen, damit ihr euch nicht selbst bescheißt und nicht schwingt. Was mache ich da? Ich schwinge da doch übertrieben hart. Auch hier, wir gehen jetzt nicht irgendwie so hoch, das ist zu viel. Sondern so. Parallel zum Boden.
Am besten noch den Kopf runternehmen und es ist also von vorn bis hinten voll der absolute Bullshit. Also was die Übungsausführung angeht, klar, also die vordere Schulter wird strapaziert, aber ich würde es euch jetzt nicht empfehlen, so zu machen. Stellt euch hin und macht es einfach langsam und sauber. Ihr könnt es auch schnell machen, schwingt halt nicht. Hier als Intensitätstechnik zeige ich euch dann auch mal die Dropsätze bzw. Supersätze, was ihr da machen könnt. Behaltet im Auge, ganz wichtig, für jeden Anfänger jetzt, auch für dich hinter der Kamera. Sowas macht ihr jetzt nicht nach, auch wenn ihr seht, oh, die Übung habe ich jetzt nicht oft gesehen. Wieso macht denn die? Der sieht, der hat eine krasse Schulter. Diese vollkommen selbstüberzeugte Gestikulation. Anfangen nachzudenken und sich irgendwelche komischen Übungen zusammenbasteln und denken, dass die Schulter davon groß wird, dann täuscht ihr euch. Das ist eine Isolationsübung. Keine Ahnung, was ich dann sagen wollte. Ihr merkt es ja auch jetzt, wenn ich zum Beispiel hier diese Bewegung mache, dann wird der angespannt leicht. Und das reicht euch beim Bankdrücken beispielsweise. Es reicht euch in den grundlegenden Trainingsplänen am Anfang, einem Anfänger und einem noch nicht ganz fortgeschrittenen reicht es, die Grundübungen auszuführen und dann wird die vordere Schulter mit beansprucht. So, das, was ich da sage, stimmt allerdings und das ist ein sehr wichtiger und richtiger Punkt und das freut mich, dass ich das damals schon mit 18 Jahren so ganz okay auf den Punkt gebracht habe. Ein Anfänger trainiert jetzt, macht jetzt beispielsweise Bankdrücken, Schulterdrücken und so weiter und so fort und das ist vom Volumen und von der Intensität her meistens genug, um den vorderen Schultermuskel zu überladen und ihn zum Wachstum zu bringen. Wieso? Der vordere Schultermuskel ist ein relativ kleiner Muskel, also ihr seht das ja hier, zack, zack, so, hebt unseren Oberarm an, also beugt ihn und wenn wir jetzt hergehen und nochmal Isolationsübungen dafür machen, mit zum Beispiel dem, was ich euch gerade da gezeigt habe, mit dem Kurzhanteln, also Frontheben, dann haben wir das Ding, dass wir jetzt diesen Muskel unnötig stark überladen und das führt dann dazu, dass der Muskel eine Art, in Anführungszeichen, Übertraining ausgesetzt ist und dass dieser Muskel dann zum Beispiel ein limitierender Faktor sein kann beim Schulterdrücken oder beim Bankdrücken, dass wir zum Beispiel dadurch unser Brustmuskelwachstum, ich will jetzt nicht sagen gefährden, weil das klingt so melodramatisch, aber wir beeinträchtigen unser Potenzial beim Bankdrücken, weil wir unsere vordere Schulter zu intensiv trainieren. Und deswegen ist zum Beispiel für einen Anfänger das wesentlich besser, das so zu machen, dasselbe Prinzip beim Bizeps. Es reicht Latziehen zu machen, es reicht Klimmzüge zu machen, erstmal für den Bizeps. So, da brauchst du keine Isolationsübung für. Später dann, wenn das nicht mehr reicht und du wirklich die Muskeln spüren kannst und du viel weiter bist in deinem Training, zum Beispiel nach einem Jahr, dann kannst du sagen, okay, gut, jetzt mache ich nochmal zwei, drei Sätze Frontheben und dann kann ich die vordere Schulter nochmal gesondert strapazieren und dann nochmal dafür sorgen, dass dieser Muskel noch stärker wird. Also das ist auf jeden Fall ein mega wichtiger Punkt für wahrscheinlich alle Anfänger da draußen, weil das, was ich da gerade sagen wollte, war, ihr seht dann halt irgendeinen Profi-Bodybuilder und der sagt dann halt, ja, ich schwöre auf Frontheben, das ist so das Wichtigste für die vordere Schulter, der vergisst dann aber den Anfang und das ist eigentlich beim Bankdrücken vollkommen reicht, weil beim Bankdrücken haben wir dieselbe Bewegungsamplitude. Das heißt, das hier ist halt nur ein geringerer Hebel und eine geringere Belastung, aber es reicht, damit der Muskel wächst, weil der Muskel ja davor diesen Belastungen nicht ausgesetzt war. Wann habt ihr im Alltag diese Bewegung gemacht mit Gewicht oder geladen oder so? Nie, nie. Deswegen reicht das vollkommen aus. Das ist etwas, wo halt viele Leute, ich dann sehe, okay, ich frage mich dann so, hey, du wiegst 50 Kilo, du machst 20 Kilo Bankdrücken und du machst 5 Sätze Frontheben, so bist du eigentlich behindert. Einem Anfänger und einem noch nicht ganz fortgeschrittenen reicht es, die Grundübungen auszuführen, und dann wird die vordere Schulter mit beansprucht. Die vordere Schulter neigt auch dazu, sehr dominant zu werden. Das kennt ihr auch von der Haltung. Wenn jemand eine starke vordere Schulter hat und eine übertrainierte Brust im Vergleich zum Rücken, dann äußert sich das hier. Da habt ihr so einen Stand, läuft ihr so. Ja, das ist jetzt so ein bisschen primitiv und einfach ausgedrückt. In der Essenz ja, also so muskuläre Disbalancen zwischen vorne und hinten ja. Also einfach so, dass man halt so die kleinen Muskeln hinten auch nicht trainiert, aber dazu gehört noch ein bisschen mehr. Also da kennt ihr die Videos dazu, ne? Du wollt nicht umlaufen, ihr wollt, dass die hintere Schulter stärker wird. Dass die zieht und dass ihr dann einen aufrechten, normalen Gang habt. Die hintere Schulter bringt nur den Oberarm nach hinten und nicht und stabilisiert nicht den Oberarmkopf. Also und tut jetzt auch nicht, sage ich so, wenn ihr zum Beispiel Facepulls macht, dann wird die hintere Schulter auch trainiert, aber es liegt nicht an der hinteren Schulter in erster Linie, dass die Haltung besser wird oder dass ihr quasi diesen muskulären Zügen von der vorderen Schulter des oberen Brustmuskels, also des Brustmuskels und des kleinen Brustmuskels entgegenwirkt. Sieht gut aus und wenn ihr jetzt hier Frontheben macht, dann verschwendet ihr erstmal eure Zeit am Anfang und bildet auch Kraft für andere Übungen. Also, lasst es erstmal bleiben am Anfang und für die Fortgeschrittenen, wenn ihr dann meint, meine vordere Schulter hinkt hinterher, sowas solltet ihr nicht blind nachmachen, auch wenn ich es mache oder so. Das finde ich gut. Hey Leute, nächste Sache,
für die Schulter, die man auch ganz gut machen kann. Die hintere Schulter nämlich. Ich finde es auch lustig, wie ich über Haltung spreche und was weiß ich was alles und ich die ganze Zeit so da sitze. Bei dem Haltungsthema, finde ich, ist das immer so ein bisschen falsch aufgefasst von vielen Leuten, die missinterpretieren, was ich sage und andere Leute sagen. Es gibt nicht die perfekte Haltung, sondern wenn ihr einseitig eine Haltung im Alltag ständig einnehmt und die ganze Zeit habt, keine anderen Bewegungen ausführt und eben einfach Muskulatur eures Körpers nicht benutzt, dann beginnt der körperliche Verschleiß. Und das ist ein leiser, stummer Prozess, der aber Tag für Tag sich vollzieht. Freunde, ich habe hier Vitamin D von ZEC Plus. Zieht euch das auf jeden Fall rein jetzt im Winter, falls ihr es nicht tut. Die meisten Leute haben da einen Mangel. Ich nehme jeden Tag eine Kapsel davon. Und ich muss sagen, es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Und das ist das Gesundheitssupplement, das ich jedem empfehlen würde. Also könnt ihr gerne mal nachgoogeln, vor allem für die Leute, die so ein bisschen im Winter durch die kürzeren Tageszeiten an sogenannten Winterdepressionen leiden, ist das hier eine sehr, sehr gute Sache. Kommt auch gerne zu uns in den Laden vorbei, da, falls ihr in Stuttgart sein solltet. Da sind Nico und ich auch oft da und da haben wir das Zeug auch. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.